Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fälle den Baum, halte Linksklick fest. Craft Snack 4, meine Freunde. Wir sind wieder auf dem Servierer, aka Server. Und ihr seht schon, es hat sich viel getan, glaube ich. Denn ich weiß nicht wirklich, wann ich die letzte Folge gemacht habe oder was ich, wie weit der Start da war, beziehungsweise der Status. Und naja, jedenfalls habe ich hier alles leergeräumt. Und ich glaube, davon gibt es gleich noch eine Timelapse. Aber vorher zeige ich euch noch anderes, was ich gemacht habe. Ich habe unter anderem, ich zeige euch die Hälfte. Ha, die andere Hälfte zeige ich euch nach der Timelapse, weil es geheim. So, ich habe hier alles hingebracht, alle Schalkerboxen, die ich hatte, sind nun hier unten, sie befinden sich hier. Zudem habe ich ja auch alle anderen Sachen hier runtergebracht und ein weißes Bett, kein Plan, warum das weiß ist. Ich weiß, dass man die färben kann, aber ich meine, ich hatte ein rotes Bett, das ist jetzt einfach weiß, I guess. Und ja, hier ist auch noch ein bisschen Zeug. Ja, dann habe ich natürlich von oben, so, warte mal ganz kurz, müssen wir mal hochfliegen, mal weg hier, zack. Von oben hier ist fast alles weg, guck mal, da steht mein rotes Bett sogar noch. Aha, also habe ich doch nicht alles weggetan. Ich bin Lügner. So, das hier kommt weg. Das hier kommt weg. Jetzt habe ich meine Spitzhacke natürlich unten gelassen. Deswegen bleibt der Amboss einfach mal da. Den holen wir aber auch noch. Und Klumps Insel können wir mal wegmachen. Denn ja, das hier ist in der Tat meine Insel. Das hier können wir auch dann mal wegmachen. Und dann sind wir eigentlich soweit durch. Das da muss noch fertig gemacht werden. Hier das. Aber das kommt dann irgendwann in einer der nächsten Folgen. Denn heute möchte ich ein ganz bestimmtes Projekt mit euch angehen. Aber erstmal gibt es die Timelapse. Und dann gibt es den Rest, den ich gebaut habe. Das war doch mal eine Timelapse, oder? Ja, 10 von 10 Timelapse-Punkten auf jeden Fall. Und Leute, ich habe ja noch ein bisschen was mehr gemacht. Ich habe unter anderem hier dieses Portal endlich hingestellt. Ein paar Bäume hier links und rechts gefällt, also 3 oder 2. Ja, und dieses Portal hingestellt. Das gleiche Design benutzt wie drüben, also die dunklen Prismarinblöcke da drauf, halt die Seelaternen. Und das sieht hier, finde ich, ziemlich gut aus. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und wenn wir in den Nether gehen, auch dort habe ich etwas gemacht. Und zwar, ja, eine Kleinigkeit, aber auch hier habe ich etwas gemacht. Und zwar habe ich das Portal, also das Portal habe ich verschoben. Das war ja vorher hier unten. Genau hier, da habe ich das Obsidian noch komplett rausgenommen. Aha. So, da habe ich das Obsidian noch komplett rausgenommen, dahin gepackt. Und das Portal, was da stand, habe ich ebenfalls komplett rausgenommen. Ihr seht schon, hier ist ein Cobblestone-Stift, denn das Portal, das andere Portal, was zur Monsterfalle ging, stand vorher hier. Und das hat nicht mehr funktioniert, nachdem das Portal da war. Und das habe ich jetzt verschoben, und zwar nach oben. Und jetzt funktioniert das wieder. Jetzt sind die wieder gelinkt. Um euch das zu zeigen, klettere ich einmal ganz kurz hier die Leiter hoch und ja, geh mal in das Portal rein. Komm, noch ein bisschen die Leiter hochklettern und dann zack, sind wir hier auf der quasi Netherdecke. Nicht wirklich, aber wenn man hier ins Portal geht, das ist noch eine Flamme. So, dann kommt man auf der Mobfarm aus. Jedenfalls sollte man das, und perfekt, genau das tun wir auch. Funktioniert das ja eigentlich wieder? Nö. Okay. Ja, jedenfalls sind wir dann hier oben bei der immer noch nicht so wirklich funktionierenden Monsterfalle. Manchmal kommen da Creeper runter, aber sehr, sehr selten. Und ich glaube, ich fliege jetzt nochmal nach drüben, damit ich endlich mal so einen blöden Baum fälle. Ich weiß nicht, warum das jedes Mal kommt, wenn ich mich einlogge. Ich meine, ich habe gerade eben erst Spruce Woods gefällt. Hallöchen, meine Freundinnen. So, einmal Tschüss. Du bist ja voll die Spinne. So, ich glaube, ich spinne. So, perfekt. Das hier reißen wir auch nochmal ab. So, geil.
danke, wieder hinbauen, sind wir alle glücklich. Sehr schön. Ja, das habe ich soweit gemacht und ich möchte heute mit euch sprechen, wie es mit Craft Attack künftig weitergeht. Ich habe ja schon immer mal wieder gesagt, ich möchte wieder aktiv Folgen bringen und ich habe, glaube ich, auch schon mal gesagt, wie ich die Folgen bringen will, aber ich habe mich jetzt entschieden, ich würde Craft Attack gerne jeden zweiten Tag eine Craft Attack Folge bringen und weil so viel übelster Fortschritt einfach nicht möglich ist in der Zeit, nehme ich mir in jeder Folge 2 bis 3 kleine Projekte vor oder auch ein größeres Mal. Die ich dann mache. Inventar öffnen mit E. Kann ich. So, und die 2 bis 3 kleineren Projekte von heute sind einmal das, was hier unten ist. Übrigens, hier unten weiß ich noch nicht, was ich hier hinbauen soll. Schlag doch bitte mal vor, was ich hier in diesen Raum bauen kann. Jedenfalls habe ich 2 bis 3 kleine Projekte. Eins von diesen 2 kleinen Projekten, die ich heute machen will, 2 bis 3, ist in dieser Truhe. Und das ist eigentlich kein kleines Projekt und ich habe übelst lange gebraucht, um das, was in dieser Truhe ist, zu holen. Und dazu gibt es hoffentlich auch noch einen kleinen Clip. Heute zusammen, nicht alleine, sondern mit dem Klim. Wir hatten noch was, oder er hat mich schon vor längerem mal gefragt, wegen dem Wither. Der steht mich noch aus. Bis jetzt hat ihn noch keiner gelegt in Craft Attack, oder? Nee, noch niemand. Weil das war so nach hinten geschoben vom Datum, dass wir es erst im März machen durften oder so, aber da hat keiner mehr gespielt und jetzt hat keiner einen Wither gekillt und wir können ja schließlich schlecht Craft Attack machen, ohne überhaupt einen Wither zu killen. So. Finde ich auch. Finde ich auch. Und wir machen das natürlich mit der altbekannten Technik. Ist noch nicht ganz vorbereitet, wir bauen das jetzt auf. Do it. Okay, ich esse vorher noch was, ne? Nicht, dass der ausbricht und uns dann wegkloppt. Ja. Okay, ich tue es in 3, 2, 1. Oh. Gut, und guck mal, der sieht gut positioniert aus, glaube ich. Lass mal ein bisschen hier zur Seite runter. Ja, der sieht aber echt gut aus, da. Der explodiert jetzt nochmal. Ja, ich komme mal. Ne? Achtung. So kann ich ihn noch sehen. Oha. Ja, das also, sieht perfekt aus. Sehr gut. Ja, perfekt. Drauf da. Oha. Der hat uns reingekloppt. Das ist nicht gut. Und nur. Okay, der macht ordentlich Schaden, aber. Oha. Aber den kriegen wir schon hin. Auch wenn mein Leben nicht so aussieht, als du machst das schon. Sehr gut. Ich mach das. Easy peasy, lemon squeezy. Easy peasy. Aber ich bin fast gestorben tatsächlich. Ich hatte noch 1,5 Herzen oder 2. Man sieht das so schlecht mit Wither. Du hast ja auch eine Elytra an und ich habe noch über die Hälfte des Lebens übrig gehabt noch. Ja. Das gut, war, Der hat halt jetzt hier unten freigesprengt, dass die anderen. Oha! ich bin fast gestorben. Cool. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall eine Sache, die da drin ist. Die andere wisst ihr nicht, denn was Spark und ich getötet haben, war ein Wither. Und ich möchte endlich einen Beacon machen. Aber ich wäre ja nicht Klümmelselbümsel, wenn ich ein Beacon machen würde. Oder 2 Beacon machen würde. Oder 3 Beacon machen würde. Deswegen habe ich quasi die restliche Zeit meines gesamten Lebens, die ich noch Freizeit hatte, daran investiert, 9 weitere Wither-Köpfe zu sammeln. Da ist der Netherstar, by the way, den ich mit Spark gesammelt habe. Aber wir haben jetzt hier 9 weitere Wither-Skeleton-Skulls. Mega geil. Und ja, diese Skulls werde ich jetzt im Nether, und das ist mein erstes Projekt, eintraden gegen Wither-Skeleton-Stars. Cool. Und dafür fliege ich hier raus und dafür brauche ich eigentlich noch Rüstung. Wo habe ich denn? Irgendwo habe ich noch eine Diamant-Brustplatte. 2 sogar. CCC, Klumpschützender Panzerschutz. 4. Dorn. Nehmen wir mal Dorn noch mit, zack. Was haben wir denn hier noch? Schärfe 5? Was ist das hier? Schärfe 3. Dann nehmen wir doch noch den Schärfe 5 Bogen mit. Und wo ist eigentlich mein Community Bogen? Sinus hat auch keinen. Okay. Ich ziehe auf jeden Fall klimmschützenden Panzer an und nehme das Schärfe 5 Schwert mit. Und dann würde ich sagen, können wir Richtung Nether gehen und die restlichen 3 Wither, die wir jetzt gleich spawnen werden, töten. Stirb, Wither! Stirb! Ha, ha, ha! Da ist Wither Nummer 1 tot und wir haben unseren ersten Nether-Stern. Geil, also unseren dritten eigentlich, aber das spielt ja überhaupt gar keine Rolle, denn der Wither ist viel zu laut, Alter. Also ich kann, nochmal, ich kann nicht raggen und der Wither auch nicht mehr, denn der ist tot. Sehr gut, haha, Wither Nummer 2 ist tot. Der Wither ist tot, schnell etwas essen, bevor wir dahin withern und mein Essensdingens sollte den Wither-Effekt auf jeden Fall encountern. Ich glaube, das ist stark genug. Oha, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass man ja, oh. Stimmt, man reckt den nur am Anfang kurz. Ich muss schnell Sättigkeit verlieren, sonst sterbe ich nochmal. Das war das dritte Mal in dieser Folge. 3 Wither, 3 Mal sterben, ich schätze, das ist fair. Und wir sind noch nicht mal gestorben. Juhu! Ja, ich habe 3 Wither gekillt und bin nur 2-mal dabei gestorben. Und die beiden Male, nee, einmal davon habe ich gegen Wither gekämpft und der andere Mal war einfach nur doof. Nun, das Spark sagte, ich darf mich an seinem Zeug bedienen. Mache ich das auch mal und nehme mir hier mal 12 Obsidian mit, denn so viel brauchen wir auch. 10, 11, 12
Für die vier Beacons, das sind die Pferde. Übrigens, Spark, vielen Dank, dass du mir den Stein überlassen hast, aber naja, du brauchst ihn ja nicht mehr. Du spielst ja leider nicht mehr. Schade, sonst hätte ich noch einen Mitspieler gehabt. Aber egal, wir gehen jetzt zurück in The Nether. Essen vorher noch was vielleicht, ein bisschen essen, jam, 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 lecker, geil. Und wir müssen echt mal so eine Hühnchen-Schnellfarm da bauen. Ich glaube, ja, mal gucken, ob wir das heute noch schaffen, weil ich habe noch heute einen anderen Plan. Ein Projekt steht noch mindestens an, Leute, beziehungsweise zwei. Einmal die Beacons aufstellen und dafür fällt mir ein, ich brauche dafür noch ein ganz Menge Erz. Das heißt, ich darf farmen gehen, hurra. So, mir ist gerade eingefallen, dass ich hier überhaupt nicht farmen muss, denn Spark hat eine mega fette Eisenfarm am Laufen. Und die müsste... Jetzt bin ich rausgefallen. Die ist, glaube ich, hier drunter. Und ja, warum soll ich denn das ganze Eisen farmen, wenn doch kein anderer mehr spielt und Spark mir schon erlaubt hat, dass ich seine Sachen benutzen darf? Und ja, deswegen werde ich mich jetzt hier bei Spark bedienen und ihm ein paar Eisenblöcke klauen. Und ich habe schon geguckt, er hat genug. Und ich nehme mal einfach so ein paar Stacks mit, I guess. Also das sollte ja mindestens für den Beacon reichen. Ich habe gerade zum ersten Mal Eisen bekommen. Danke, Minecraft. Das stimmt auf jeden Fall. Und wo bin ich denn jetzt? Achso, hier geht's runter. Und ja, mit diesen Eisenblöcken werden wir jetzt unseren Vierfach-Beacon aufbauen. Vielen, vielen Dank, Spark. Aber ich möchte auch so Sachen wie eine Eisenfarm möchte ich hier auch nicht mehr bauen in dieser Season Craft Attack, weil sowas möchte ich mir nämlich für die nächste Season aufhalten. Da will ich viel krassere Sachen bauen. So eine fette Eisenfarm. Also der Tempel ist natürlich jetzt auch nicht so schlecht, ne? Aber ich will da viel, viel, ein bisschen mehr übertreiben. Sagen wir mal so. Ich habe schon richtig coole Pläne für das nächste Craft Attack. Aber Leute, wo geht's denn hier lang? Da geht's lang. Sehr gut. Und ja, wie gesagt, ich möchte jetzt hier einfach nur schön alles machen. Und deswegen leih ich mir so Eisen oder sowas, leih ich mir gerne aus. Aber Zuckerrohr zum Beispiel, da möchte ich noch eine eigene Farm bauen. Und ich möchte auch einen geilen Tempel bauen. Und ein paar Farmen kommen in den Tempel auch noch rein. Also Redstone und Farm wird es in dem Tempel auf jeden Fall geben. Aber eine Eisenfarm nicht. Und nichts mit Villagern. Villager möchte ich da in der nächsten Season mal gucken. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück durch das Portal. Und craften nun erstmal an einer Workbench. Wo ist meine Workbench denn? Sag mal. Ich hab sie im Winter. Aber das war die andere Workbench. Keine Ahnung, wo meine Workbench hier war. Jedenfalls können wir uns jetzt vier Beacons craften. Und zwar, indem wir die vier Netherstars hier reinlegen. Und dann haben wir vier Beacons. Sehr, sehr geil. Wir haben vier Beacons. Wir haben genug Eisenblöcke, um diese vier Beacons zu supporten. Und deswegen möchte ich jetzt hier ganz kurz runtergehen. Und hier drunter, unter diesem... Ich habe keine Spitzhacke, die liegt oben. Unter diesem Punkt müssen wir das machen. Das heißt, hier drunter kommt noch so ein kleiner Extra-Raum für die Beacons. Und das ist Aufgabe bzw. Projekt Nummer 3. Das Craften war Projekt Nummer 2. Das heißt, das Craften war jetzt nicht so ein großes Projekt. Aber ja, das zählt trotzdem. Ja, wir machen jetzt hier mal, legen jetzt hier mal los. In der Timelapse. Und ich habe mir gerade gedacht, bevor ich die Timelapse wirklich anfangen lasse, will ich noch was anderes machen. Ist das meine gute Spitzhacke eigentlich? Nö. Aber bevor ich das mache, will ich trotzdem noch was anderes machen. Und zwar einen großen Beacon hierhin, damit ich da unten Speed habe. Warum soll ich denn hier langsam buddeln? Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Wir werden die vier Beacon nehmen. Zack, 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 zack. Haha, alle vier gehen an. Das heißt, wir haben schon mal fast das Richtige gemacht. Jetzt müssen wir gucken, wie wir die einstellen. Also der hier soll was bekommen? Auf jeden Fall Haste. Wir brauchen auf jeden Fall Haste hier. Deswegen kriegt der schon mal volle Kanne Haste. Cool, wir haben also Haste. Das ist schon mal eine nice Sache. Der Nächste. Was soll der Nächste bekommen? Wir Schnelligkeit zum Beispiel, Resistenz, Sprungkraft, Stärke. Ich bin für Resistenz. Resistenz 2 können wir gebrauchen. Nehmen wir Resistenz. Auch nicht, das jetzt richtig gemacht. Nö, machen wir nochmal.
Entschuldigung, ich hätte gerne Resistenz, Resistenz 2, danke. Sehr gut. Das nächste, Sprungkraft wäre hier auch sehr, sehr cool, deswegen bitte Sprungkraft. Und das letzte könnte Stärke oder Schnelligkeit sein. Schnelligkeit finde ich eigentlich ganz geil, Schnelligkeit 2 nervt mich aber, deswegen nehmen wir Schnelligkeit und Regeneration und haben somit viele coole Beacon-Effekte. Wir können höher springen, das ist schon mal sehr, sehr nice. Das ist richtig cool, dass wir zwei Blöcke springen können. Wir haben jetzt Sprungkraft, Schnelligkeit, Resistenz 2, Regeneration und Eile 2, Sprungkraft 2 natürlich auch. Und das ist sehr, sehr cool. Ich freue mich gerade mega, dass das geklappt hat und dass ich jetzt hier mittlerweile auch alles richtig gebaut habe. Und jetzt können wir das hier mal abbauen. Das ist, finde ich, eine gute Grundlage, um hier zu bauen und um hier zu leben. Das ist einfach schön. Ein Vierfach-Beacon, damit kann der Tag beginnen und da habe ich es gesehen. Habt ihr das auch gesehen? Das wird mich die ganze Zeit stören. Wenn ich das nicht zugemacht hätte, das würde mich dauernd stören, glaube ich. 24/7 würde mich das stören. Ich würde, glaube ich, nachts schweißgebadet aufwachen und sagen, da fehlt ein Block. Aber gut, machen wir erstmal hier alles wieder zu mit normalem Cobblestone. Dann sind wir da auch schon mal durch. Und ich habe mich dazu entschieden, diese äußeren Wände hier nun doch auch aus etwas anderem Material zu machen. Einfach nur, damit es schöner aussieht. Wir werden ja wohl noch Prismarinsteine und so weiter und so fort haben. Und ich möchte natürlich auch, dass die Dinger hellblau oder blau leuchten. Wahrscheinlich doch eher blau. Die Frage ist, habe ich hier irgendwo Lapis? Weil das bräuchte ich dann schon dafür. Dark Prismarine habe ich leider nicht mehr so viel über, weil ich das halt relativ oft brauche tatsächlich. Lapis habe ich jetzt gerade auch nicht mehr. Habe ich irgendwo Lapis vielleicht hier in einer der Truhen? Und wir haben das hier fertig. Wir haben hier unten also offiziell, ja, ich weiß immer noch nicht, was hier hinkommt. Das müsst ihr mir sagen. Aber wir haben auf jeden Fall 4 Beacons. Und damit haben wir auch dieses Projekt, meiner Meinung nach, meiner Ansicht nach, erfolgreich bestanden. Juhu! Und als nächstes in der nächsten Folge, denn das war's mit dieser Folge von Minecraft Crafter, da kümmern wir uns hier drum. Was soll das überhaupt und was soll dieser Raum hier unten? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, der Raum hier unten, bla, habe ich schon 10-mal gesagt. Ja, und dann kümmern wir uns um dieses Gegröße hier. Wie sieht denn das eigentlich von außen aus, sag mal? Und Essen muss ich mir auch noch besorgen. Man sieht es halt gar nicht von hier. Aber mit dank Jump 2, man sieht es halt überhaupt nicht. Aber dank Jump 2 komme ich hier auf jeden Fall immer weg. Oh, hier steht auch noch eine Schalkerbox. Oha, da sind meine ganzen Slimes drin. Nehme ich mit. Danke. Einmal mitnehmen und dann fliegen wir mal raus und dann gucken wir uns mal das Ganze von außen nochmal an. Sehr, sehr cool. Wir können ja hier landen und uns das ganze Gegröße dann... Ja, das sieht cool aus. Das sehe ich ja jetzt schon. Hier, das ist Klims Unterwasserbase. Leute, wenn euch diese Folge von Craft Attack gefallen hat, dann gebt dem Ganzen auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wenn alles gut geht, kommt übermorgen die nächste Folge von Craft Attack. Deswegen haut mal fleißig in die Kommentare, was im Raum unten hinkommen soll. Das andere werde ich wahrscheinlich schon früher aufnehmen. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss.